Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über dem Meer vor der Küste des US-Bundesstaates South Carolina hat sich das chinesische Außenministerium am Sonntag verärgert über die Vereinigten Staaten geäußert. Der Ballon war bereits einige Zeit über US-Gebiet beobachtet und dann am Samstag zum Absturz gebracht worden, wie US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mitteilte. Er beschuldigte China, es habe den Ballon zur versuchten Überwachung strategischer Einrichtungen auf dem US-Festland eingesetzt. Ein hochrangiger Vertreter des Verteidigungsministeriums erklärte, der Ballon sei Teil einer ganzen Flotte, die China über 5 Kontinenten zur Spionage einsetze, auch über Europa. Im Küstenort Surfside Beach reagierten EinwohnerInnen auf den Abschuss. Well, we came here to the parking lot and then saw the balloon up ahead, up high. Wir kamen hierher auf den Parkplatz und sahen den Ballon, vielleicht 5 Minuten lang. Dann kamen einige Düsenflugzeuge von Westen her. Dann löste sich etwas von einem Jet. Wir wussten nicht, dass es eine Rakete war. Ich habe nichts hören können, aber ich habe die Explosion gesehen. Es schien, als würde der Ballon auseinanderfallen und nach unten sinken. Sie hätten ihn gleich abschießen sollen, als er das erste Mal über Kalifornien gesichtet wurde, anstatt ihn über das gesamte Land fliegen zu lassen. Das war meiner Meinung nach einfach dumm. US-Präsident Joe Biden äußerte sich am Samstag im US-Bundesstaat Maryland. Er habe bereits am Mittwoch den Auftrag zum Abschuss gegeben. Man habe aber warten wollen, bis der Ballon sich über offenem Meer befinde. Er gratulierte den beteiligten Einsatzkräften. Nach Angaben aus Behördenkreisen wird die geplante Bergung der verstreuten Ballonreste aus dem Meer einige Tage in Anspruch nehmen. Der Ballon, dessen Existenz am Donnerstag bekannt geworden war, hatte in den vergangenen Tagen für Verstimmungen gesorgt. US-Außenminister Antony Blinken schob deswegen eine Reise nach China auf. Peking hatte erklärt, es handele sich um einen Ballon zur wissenschaftlichen Forschung und hatte Bedauern geäußert. Höhere Gewalt habe den Ballon über US-Territorium gelenkt. Dies werde nun zur Diskreditierung der Volksrepublik genutzt, so Peking.